Hi zusammen, willkommen auf dem Roque de los Muchachos auf La Palma. Entschuldigt meine zerzauste Frisur, ich hatte die ganze Zeit oder beziehungsweise die halbe Nacht zwei Kapuzen auf dem Kopf, weil es so windig und kalt war. Aber das hier ist natürlich der perfekte Ort, um einfach mal darüber zu sprechen, wie sich das Sigma 14mm F1.4 hier bei Milchstraße verhalten hat. Ich habe euch versprochen, dazu noch mal ein Fazit abzugeben und das seht ihr jetzt. Video soll es auch besonders mal um den Vergleich des legendären Sony 14mm F1.8 gehen. Der Vergleich hinkt natürlich, weil wir hier ein F1.8 haben, dort ein F1.4, aber es gibt nun mal kein anderes F1.4. Das ist nun mal ein Weltrekordobjektiv mit so einer Lichtstärke bei einem so starken Weitwinkel. Gibt es keinen Vergleich. Deswegen haben wir nur das Sony 14mm F1.8, das ebenso wie das 24er, das mich übrigens gerade filmt, legendär war in puncto Gewicht und in puncto Kommabildung und in puncto Vignette und Schärfe. All das hat Sony exzellent eben vorgelebt. Und die Frage stellen sich natürlich viele schon, weil wir hier ein vergleichbares Preissegment haben, hier mit dem Sony 14.1.8 und dem 14.1.4 von Sigma, das sogar jetzt ziemlich teuer ist, weil momentan gibt es bei dem Sony 200€ Cashback, also Stand heute. Ich verlinke euch das alles mal unten in die Videobeschreibung. Und da bekommt ihr natürlich das Sony 14.1.8 natürlich auch sehr, sehr günstig. Und es ist ja auch ein Wahnsinnsobjektiv. Aber mich hat besonders mal der Vergleich interessiert zwischen dem 14er von Sony und Sigma. Denn es könnte ja sein, dass Sigma zwar eine F1.4 baut, aber dass das Objektiv dann eine derartig starke Vignette hat, dass wir gleich einen F1.8 nehmen könnten, was übrigens auch viel, viel leichter und kompakter mit auf Reisen mit dabei ist. Ja, ihr seht hier das Objektiv schon. Ich mach's mal ab, damit wir das hier auch mal ins Zentrum des Videos bringen. Ich habe es euch ja schon mal vorgestellt. Vorneweg, es gibt eine Neuigkeit und zwar hinten passen doch die Glasfilter rein. Das habe ich im ersten Video falsch gesagt, da hatte ich falsche Informationen. Heide hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Glasfilter hinten reinpassen. Also zum Beispiel ND-Filter für, ihr wollt Wasser weich machen oder ihr wollt ihr wollt die Landschaft weich machen, ihr wollt keine Mücken in der Luft haben bei kurzen Belichtungen und wollt eine lange Belichtung machen, braucht ihr einen Filter. So, der passt hinten rein. Also vorne nicht, aber hinten passen die Heide Glasfilter rein. Natürlich gibt es sie auch von anderen Herstellern. Verlinke ich euch auch unten mal rein. Das war eben eine Information und das ist die gute Nachricht in dem Video. So, gibt es noch mehr gute Nachrichten? Wie hat dieses Objektiv sich denn geschlagen? Ihr habt gerade schon ein paar Timelapse bewundern können, aber Timelapse sind halt nur, wenn das 4K ist, dann haben wir hier halt ein 8-Megapixel-Bild. Ja? Das heißt, an einer Timelapse könnt ihr noch nicht sagen, ob dieses Objektiv perfekt performt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Bilder, die ich damit gemacht habe, da hat es mich schon so ein bisschen von den Socken gehauen. Denn ich habe erwartet, wenn ich dieses Objektiv anbringe und das erste Bild mit einer F1.4 mache, und ich muss es nochmal betonen, wir reden hier von 14mm. Ja, das muss man einfach so sagen. Dann hatte ich gedacht, da werden wir wahrscheinlich schon irgendwelche Schwächen bemerken. Ja, also ich habe mit einer deutlichen Vignette gerechnet und ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass dieses Objektiv eine sehr dezente Vignette, jedenfalls im RAW. Ich habe da so aufs Display geschaut und dachte mir, wow, krass eigentlich, 14.1.4 und fast so eine Vignette, wie ich es vielleicht vom 14.1.8 von Sony G-Master kenne. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und habe nachts auch mal das Objektiv gewechselt. Erst ein Bild mit dem 14.1.4 und dann habe ich es gewechselt auf das Sony. Und ihr seht momentan den Vergleich eingeblendet.
Und wenn wir uns jetzt zuerst einmal um das wichtigste Problem kümmern, nämlich um die Komma-Bildung, dann müssen wir bei beiden Objektiven konstatieren. Beim Sony wussten wir es ja schon. Aber auch beim Sigma, muss ich sagen, haben die Japaner eine 1A-Arbeit geleistet. Das Objektiv ist tatsächlich, so wie sie es versprochen haben, für Sterne gerechnet. Und wir haben besonders runde Sterne. Wenn sie hier so ein bisschen länglich aussehen, dann liegt das natürlich daran, dass ich so einen Tacken zu lang belichtet habe. Die 300er-Regel habe ich zwar hier eingehalten, aber bei den hochauflösenden Kameras, vor allem am Bildrand, sieht man halt dann manchmal doch schon einen leichten Strich. Aber das macht ja nichts. Wir haben beide Objektive mit denselben Bedingungen getestet. Und ihr seht hier übrigens auch, ich habe das Sigma mit einer ISO 2500 fotografieren können, beziehungsweise die Milchstraße mit dem Sigma, weil ich halt eine F1.4 habe. Wohingegen ich bei einem F1.8 beim Sony schon auf eine ISO 3200 hoch musste. Und wenn wir die Helligkeit vergleichen, merken wir, dass die Helligkeit immer noch nicht an das Sigma herankommt. Und ich habe dann mal mir die Mühe gemacht und habe die Milchstraße bei dem Sigma komplett bearbeitet und habe diese Bearbeitung unverändert mit allen Filtern, die ich verwendet habe, einfach auf das Sony-Objektiv synchronisiert. Und was wir da erstaunt feststellen ist, dass gerade dann deutlich wird, dass das Sony auch schon eine extreme Vignette hat und dass das weniger Licht, also das, was wir an wenigerem Licht hatten, dass das gerade bei der Nachbearbeitung nochmal eine große Rolle spielt. Und wenn wir das dann ausgleichen, indem wir einfach die Helligkeit anheben, und ich habe mir einen saublöden Platz hier gesucht, ich schaue fast komplett in die Sonne, also wie ein Anfänger, ne? Aber ich habe mir gedacht, komm, hier ist windgeschützt, das ist jetzt mit dem Wind ziemlich heftig gewesen und ich hoffe, der Inhalt interessiert euch mehr wie meine Frisur oder das helle Licht in meinem Gesicht. Aber zurück zum Thema, das hat mich schon echt überzeugt, was hier das Sigma abliefert. Also einmal Komma 1a, perfekt. Da habe ich schon ganz andere Sigma-Objektive gesehen, früher vor allem, ne? Mit diesen, zum Beispiel das 24-1.4, das alte, war ja auch so. Hast du ein deutliches Komma in den Ecken gehabt, ja. Vignette, sehr positiv überrascht gewesen. Und ihr seht hier ja auch, wenn wir jetzt eben das dunkle Sony aufhellen wollen, bekommen wir natürlich hier deutlich mehr Rauschen rein, als hier mit dem 1.4. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Wenn ihr sagt, ihr wollt Qualität bei 14 mm, dann ist das 1.4 natürlich immer das Stärkere, weil ihr die ISO niedrig halten könnt. Ja? Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass das Sigma, ich sag jetzt mal nahezu, ich hätte fast gesagt frei von chromatischen Aberrationen ist. Jedenfalls an den Sternen, wohingegen das beim Sony sehr, sehr deutlich zu sehen ist. Überlegt mal, was ich hier spreche. Ja? Wir reden vom unangefochtenen Sony-Objektiv. Das Sony hat absolut abgeliefert mit dem 14er, aber auch mit dem 24er. Die Sterne waren rund, wir haben eine super kleine oder geringe Vignette, sage ich mal, ja. Und es gab eigentlich keine Mängel. So, und jetzt kommt das Sigma 14-1.4, was ja wirklich mit einer 1.4 deutlich schlechter sein müsste. Ich bilde mir auch ein, dass es einen Tick unschärfer ist als das Sony 1.8, also wenn wir hier mal in den Lagunennebel reinzoomen, dann könnte man damit viel, ja, ne, also ein Tick, würde ich sagen, ein Tick unschärfer. Aber wie gesagt, 1.4. Und ich würde dieses Objektiv jederzeit mit einer 1.4 verwenden. Ja? Denn das bisschen, was wir jetzt hier mal so an Unschärfe ansprechen, das kriegen wir ja dann in der Nachbearbeitung problemlos wieder ausgeglichen. So, was auch auffällt, das Sony-Glas ist natürlich etwas kühler und das Sigma-Glas etwas wärmer. Das ist ja bekannt, dass Sigma seine Gläser immer ein bisschen wärmer baut, ist aber überhaupt kein Problem. Dann machen wir es halt einfach etwas kühler wieder, wenn uns das stört. Also, im Grunde muss ich sagen, als Fazit, das Handling nachts auch ist tipptopp. Also egal, ob ich das Sigma 24 verwende, 24-1.4, die GDN. Ich verlinke euch die alle nochmal unten rein. Übrigens auch habe ich sehr viel mit dem Astroklar-Filter verwendet, der da drin eingebaut war und ich habe keine Lust, ihn rauszumachen mitten in der Nacht. Ihr seht ja hier teilweise Wind und Staub, ja. Also hier habe ich sehr gerne mitgearbeitet. 24-1.4, aber auch das 20-1.4 von Sigma. Das ist eine Trilogie für Sterne, erste Sahne.
Ihr wisst, ich mache hier den Astro-Workshop auf La Palma. Ich weiß ein bisschen, von was ich rede. Ich fotografiere extrem viel Milchstraße. Ich mache sehr viele Timelapse. Muss ich einfach sagen, was Sigma hier abgeliefert hat mit dem 14er, mit dem 20er und mit dem 24er, die beiden letzten konnte ich ja jetzt erstmal hier auf La Palma auch testen, ist absolut krass. Die Sterne sind rund, wir haben keine chromatischen Aberrationen, wir haben eine absolut verträgliche Vignette, die sich nicht hinter der Vignette von Sony verstecken muss. Vielleicht beim 24er habe ich jetzt noch nicht verglichen, dass vielleicht da das Sony noch einen Tacken besser ist, weiß ich nicht sicher, aber ich habe jetzt hier mit den Sigmas gearbeitet, auch mit den Sonys natürlich. Aber unterm Strich muss ich sagen, erste Sahne. Und ich wollte nochmal aufs Handling zurückkommen. Allein schon dieses Scharfstellen nachts funktioniert butterweich und wir haben einen angenehmen Weg, den wir dadurch drehen, wenn wir den Schärferegler bewegen, also diesen Fokusring. Also es ist einfach ein angenehmes Handling. Ihr müsst denken, es ist stockdunkel, ja? Ihr findet euch an dem Objektiv zurecht, ihr findet auch hier schön euren Griff. Und es geht einfach butterweich und es ist nicht so wie bei früher war das bei manchen Objektiven ja so, je nach Servomotor, der da drin verbaut ist, ging das ja so tack, tack, tack. Und dann hast du mal ein bisschen zu weit scharf gestellt, wieder, also über die Schärfe hinweg gepumpt und wieder zurück. Und das war immer so ruckweise. Das hier, butterweich, kannst du den Stern wirklich so fokussieren, dass er am kleinsten ist mit der doppelten Fokuslupe und dann, bäm, geht's los. Ja? Nächster Punkt. Ich habe sehr häufig dann diesen Fokus-Lockschalter umgelegt, damit der Fokus die Nacht über sich nicht mehr verdreht. Das sind alles so Feature, da muss ich sagen, da hat Sigma besser abgeliefert als Sony. Die Sony-Objektive sind aber nach wie vor krass, wenn es darum geht, Gewicht und Kompaktheit vor allem auf Reisen. Schaut es euch an, ja? Also das ist natürlich eine Hausnummer, ob ich hier dieses federleichte 14-1.8 mitnehme, was auch extrem gut ist, oder dieses 14-1.4 von Sigma, was halt extrem schwer ist. Ich denke, dass ich sehr häufig das hier mitnehme und ich glaube, dass ich das hier sogar wieder verkaufe. Nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil ich dann zwei habe und ich vielleicht so ein bisschen mal überlegen muss, brauche ich beide, ja? So, der nächste Punkt ist, das 24er, das da drauf ist, das werde ich wahrscheinlich behalten. Ich habe also zwei 24-1.4, das Sigma habe ich und ich habe das Sony. Und das Sony nehme ich gern, weil das halt auch ein 67er Filtergewinde hat. Und den Filter habe ich meistens auch im Rucksack dabei. Das hier hat halt einen 72er. Momentan filme ich mich übrigens auch mit dem Filter. So, sonst wäre es hier viel zu hell. Ich meine, ist ja eh schon hell genug, ne? So, okay, also ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben. Ihr habt die Bilder gesehen, ihr habt die Timelapse gesehen. Die Sigma-Objektive kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und das stimmt mich froh, weil ich mag es nicht, wenn ich irgendwas dabei habe, was ich dann schlecht reden muss, weil ich hier und da was zu meckern habe. Also, wenn ihr uneingeschränkte Qualität wollt, wenn ihr eh schon ein Auge darauf geworfen habt, jetzt noch mit der guten Nachricht, dass hinten die Filtergläser reinpassen, greift zu, kauft euch dieses Teil. Es ist natürlich nicht ganz günstig, aber das kann man verzeihen, weil man eine Weltrekordlinse in der Hand hat. Und ansonsten für alle, die kompakt und leicht unterwegs sein wollen, ist natürlich nach wie vor Sony ein sehr, sehr starker Part hier. Ja? Und ich habe jetzt auch Autofokusgeschwindigkeit oder so, die habe ich jetzt nicht getestet. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und vielleicht sind da die Sonys nochmal so einen Tacken besser, wenn ihr sagt, ihr fotografiert sehr viel, ihr braucht sehr einen schnellen Autofokus, was ja bei einem Weitwinkel nicht so schlimm ist oder nicht so das Problem ist. Dann kann es vielleicht sein, dass die Sonys ein bisschen besser sind. Habe ich jetzt aber auch nicht ausprobiert. Hat mich auch nicht interessiert. Okay, lang genug rumgeredet. Vielen Dank, dass ihr dran wart und euch das interessiert hat. Euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.